Nein, du darfst noch Tschau machen. Hallo zusammen, willkommen zu Urlaubsmobil. Ich sitze auch gerade in unserem schönen Caddy und ich will euch heute zeigen, was wir unter dieser wunderschönen Liegefläche haben, den Bettkasten. Und der besteht aus drei Schubladen. Eine davon ist die Küchenschublade. Und das haben wir alles auf die Bodenplatte verschraubt. Wie wir die Bodenplatte gemacht haben, ist in unserem letzten Video zu finden. Das versuche ich mal hier irgendwo einzublenden. Und ja, viel Spaß bei diesem Video. Hast du da Spannendes? Unsere Lieblingsbeschäftigung ansenken. Mangelware. Deshalb ist Marie hier gerade am Sortieren. Mal gucken, vielleicht wird es doch erst morgen und in einem Bauhausbesuch später, bis wir das Ganze hier zusammenbauen. Hier hat der David jetzt mit CAD einmal die Küchenschublade erstellt, weil wir das so oft hin und her geschoben haben. Okay, wir haben hier jetzt unseren Sägetisch aufgebaut, 9 mm Siebdruckplatte, ebenso hier, die Zuschnitte haben wir uns schon vom Bauhaus geholt. Mal gucken, wie schnell das hier geht. So, Marie ist da unten gerade dabei, unsere Küchenschublade und die Schublade für vorne zu streichen. Wink mal! Und ich mache hier in der Zeit die Schublade in der Küchenschublade. Na, dann haben wir was ausgesägt und dann haben wir uns umentschieden. Tada! Hier sehen Sie die Schublade für vorne. Mhm. Ja, genau. Hier kann dann noch nämlich dieser wunderschöne Bettpapier stehen. Kommen! So, auf die andere Seite natürlich auch noch eins. Und jetzt machen wir nach der Bewertung, wie viel Platz brauchen wir in der Schublade. Stauraum, Sitzecke, Essensgedöns, Kochecke, Steckschublade, Wasser auffüllen, Hände waschen, Geschirr, Töpfe. Ja, das war's auch mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und im nächsten Video wollen wir euch dann zeigen, wie wir die Küchenschublade noch ausgebaut haben. Und es steht noch an, diese Liegefläche hier zu verwandeln und da den Sitzbereich reinzubauen. So viel sei schon mal verraten. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Und wenn es euch interessiert, schaut euch gerne auch das nächste Video an. Ciao!